Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Camilla Benko, Anna und Elsa, der weite Schatten vorstellen. Das ist von der Dangerous Secrets Reihe und hat von mir 5 Sterne bekommen. Das Buch ist für die Challenge 12 Bücher für 12 Monate, also 12 Books for 12 Months. Und war ein Weihnachtsgeschenk von meiner lieben Rain Sunshine. Danke nochmal dafür. Ich habe es wirklich, wirklich geliebt. Ja, ich glaube, wer Anna und Elsa ist, muss ich nicht sagen. Der Name, die Namen weiß ja jeder. Und ja, hier geht es halt einfach darum, dass Anna immer wieder schon in frühester Kindheit von einem Wolf geträumt hat, der sie immer wieder verfolgt hat und irgendwann wahrscheinlich, glaube ich, auch irgendwann einmal sogar gefressen hat. Und sie versucht halt diesen Albtraum immer und immer wieder zu vergessen, kriegt das auch einige Jahre hin und dann spielt dieses Buch so zwischen den ersten und zweiten Film. Und ja, da kommt es dann halt so, dass Elsa eben auf eine große Reise machen muss, um sich den verschiedenen Königreichen vorstellig zu werden, damit dieses Bündnis immer weiter bestehen bleibt. Corona ist sogar auch hier mit drin vertreten und Corona, wissen wir ja, gehört ja zu Rapunzel. Auf jeden Fall ist es halt wirklich so, dass Anna ganz gerne ihre Schwester Elsa auf diese große Reise eben gerne mitkommen möchte, mitvertreten möchte. Und sie wartet halt schon Wochen drauf, dass ihre Schwester sie halt eben fragt, ob sie mit möchte oder nicht. Aber es kommt eben nicht. Ja, dann leider, leider Gottes ist es so, dass auf einmal die Tiere und auch die Ernte plötzlich von irgendeiner mysteriösen Krankheit befallen werden, dass die Tiere irgendwas sehen und dann in einen Schlaf fallen und das Fell bzw. alles Gefieder wird von braun zu weiß, also wirklich Alterungsprozess geht ganz schön schnell vonstatten. Auch eben Getreide, Äpfel, alles wird weiß und dann sieht Anna auf einmal einen Wolf, den sie sehr, sehr gut kennt. Ob jetzt dieser Wolf und dieser komische Befall miteinander zu tun hat, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ja, am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber so ab der Hälfte des Buches habe ich dieses Buch wirklich nur verschlungen. Ich glaube, an einem Tag habe ich fast die Hälfte des Buches weggelesen. Und wie gesagt, das Buch spielt zwischen dem ersten und zweiten Film. Hier wird kurz halt erwähnt, es werden kurz Agna und Iduna erwähnt, ganz am Anfang vom Buch, wo Anna eben von dem Wolf träumt. Dann gibt es halt diesen Zeitsprung von 13 Jahren, bin ich der Meinung. Da ist das halt, wie gesagt, mit dem Sprung auch drin, dass Anna vergessen hat, dass Elsa überhaupt magische Kräfte hatte. Und wo dann Elsa eben aus Rand und Band war. Das fand ich richtig toll, dass die Camilla Benko auch wieder darauf geachtet hat, dass wirklich wie bei dem anderen Dangerous Secrets Buch, was ich habe, die wahre Geschichte, dass da wirklich drauf geachtet worden ist, dass man eben die anderen Geschichten, die Filme eben mit einbezieht, dass man wirklich sagt, ja Mensch, das ist ja in dem Film passiert und nicht wirklich irgendwas anderes. Das finde ich sehr, sehr toll, dass man das bei den Dangerous Büchern, bei den Twisted Tale Büchern ist das ja noch ein bisschen anders, aber da
gehen sie halt auch auf die Filme drauf ein und eben auch bei den Disney-Williams-Büchern. Finde ich das wirklich sehr, sehr toll, dass sie sich die Filme wirklich dafür nehmen und die teilweise, die Williams-Bücher sind ja aus der Sicht von den Bösewichten und die Dangerous Secrets sind halt so Zusatzgeschichten zu den eigentlichen Filmen und die Twisted Tales heißt es ja, was wäre, wenn was irgendwas anderes passiert wäre. Und das finde ich richtig genial, dass man dieses Universum, klar, irgendwann hat man zu viele Sachen, aber ich finde es einfach wirklich sehr interessant, wie dieses Universum an den Büchern eben vergrößert wird. Und ich liebe, liebe, liebe Anna und Elsa. Also ich habe ja wirklich auch das Twisted Tale Buch, wo ich mir so teilweise gedacht habe, okay, es ist halt wie der Film, nur ohne dass Anna und Elsa sich kennen. Die Filme und auch alles andere verlinke ich euch natürlich oben im i, was ich vergessen habe am Anfang zu sagen, aber ist ja auch egal. Ihr werdet das so oder so schon nebenbei in dem Video sehen, dass ich die Videos verlinke. Und ja, das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Ciao!